Moin Moin Leute und herzlich willkommen nachgefühlt 3-4 Wochen wieder mal zu einer FIFA 21 Schalke Karriere Folge. Ja, heute passiert was Dummes, kann ich schon vorwegnehmen. Und ja, wir spielen heute gegen Mainz und gegen die Dortmunder. Denn, ja, ihr werdet es gleich noch sehen, uns ist was Dummes passiert. Aber ich würde sagen, wir springen erstmal ins Spiel gegen die Mainzer und dann schauen wir noch nachher dann weiter. So, hier sind die Aufstellungen, nämlich von den Mainzern in eine 5-2-1-2. Ja. Mit Boateng, Ginczek im Sturm. Also ja, viele neue Gesichter bei den Mainzern. Und ja, dann kommt unsere Aufstellung mit Alas, der heute sein Debüt geben darf. Çalhanoğlu darf heute ran, Sané, Mustafi, William, dann Harit Serdar, unser Jugendspieler, Maas mit Greenwood und Paciencia Raman im Sturm. Also, ja, insgesamt kann man sagen, Alas, Çalhanoğlu und Maas neu in der Startelf. Ja, der Rest ist so geblieben, wie sonst auch. Und ja, dann gehen wir rein in diese Partie gegen die Mainzer und hoffen, dass es was wird. Und ja, wir springen hier direkt mal in die 8. Minute. Da hat Alas den Ball, bringt den auf Çalhanoğlu und dann Harit mit Paciencia. So, kommt der Ball in die Spitze? Nein, kommt er nicht. Jetzt Raman mit dem Ball in die Spitze Richtung Maas. Maas mit einem super Steilpass. Paciencia backt sich da so ein bisschen durch und 1-0 für den FC Schalke durch Gonzalo Paciencia. Ja. Der backt sich da aber irgendwie ein bisschen durch gegen den Abwehrspieler, aber das ist ja uns egal. Es steht 1-0 und somit sind wir in Führung. Und da ist egal, ob er sich dann durchbackt oder was weiß ich. Es steht 1-0. Es ist sein 10. Bundesliga-Tor. Ja. Und dann springen wir direkt zur nächsten Aktion, nämlich in die 20. Minute. Da kommen die Mainzer, halten hier den Ball mit ein bisschen Glück, kein Abseits. Flanke kommt und Boateng war es dann, glaube ich. Der köpft das Ding drüber. Wenn der Ball ein bisschen später auftickt auf dem Boden, dann ist das Ding vielleicht genau unter die Latte. So geht er zum Glück drüber und Alas muss da nicht eingreifen. Ja, Glück ein bisschen für uns. Dann 23. Minute, wenn ich es richtig sehe. Wir kommen über Greenwood auf der rechten Seite. Maas Paciencia! Gute Aktion von Gonzalo Paciencia. Nächste Chance. Wir machen auf jeden Fall gut Druck. Und ja, es gibt noch die Ecke. Boah, stell dir mal vor, der fällt den ab. Dann wird es aber ganz schwer, den zu halten. Greenwood bringt die Ecke Richtung Paciencia. Aber die ist dann eher ungefährlich. Die Mainzer versuchen zu kontern, brechen es aber dann auch ab. Also kein richtiger Konter hier mehr dann für die Mainzer möglich. Ja, und dann können wir aber kontern, nämlich in der 28. Minute. Greenwood schickt Raman und Raman ist auf dem Weg zu seinem nächsten Tor. Benito Raman! 29. Minute macht hier sein nächstes Tor. Und somit, ja, Weltklasse gemacht. Super Konter! Ich würde sagen, so macht man das und nicht anders. Ja, super gemacht von Raman auf, wie er sich dadurch jetzt ist sein 20. Tor. Also mal gucken, was der noch hier bringt in den letzten 10 Spieltagen. Ja, oder 11. Ja, und dann direkt eigentlich schon fast kurz danach, nämlich die 32. Minute. Wieder geht's über Greenwood. Wieder geht's über Raman. Und dann der Pass auf Paciencia. Und der macht nochmal hier einen schönen Hacke-Ding. Ja, oder ein Drake-Pack oder wie ich es auch immer nennen soll. Und dann steht's 3-0. Und das ging jetzt ganz schnell. Dieses 3-0, das wurde direkt 5 Minuten waren, vielleicht 4 Minuten später mit dem 3-0. Und jetzt müssen die Mainzer mal Leistung zeigen. Und ja, das ist das 11. Tor von Paciencia. So, jetzt haben wir das 11. Tor. So, springen dann in die 35. Minute. Da ist ein guter Ball von Boateng. Da haben wir den Ball dann wieder. Verlieren den Ball aber direkt wieder. Dann kommt Ginczek, Latzer, Boateng, Ginczek, Latzer startet, Latzer! 3-1 nur noch. Mainz hat wieder Hoffnung hier durch Danny Latzer. Nach 35 Minuten. Da
Das war aber auch schön kombiniert, muss man mal ehrlich sein. Alas, ja, vielleicht kann er da hinkommen, aber er ist halt nicht der Top-Torhüter. Ja, und dann aber nur die 41. Minute. Langer Ball Richtung Mwene. Mainz kommt jetzt in den letzten Minuten nochmal besser rein. Mwene und Mustafi ist, glaube ich, dazwischen. Ja, es ist Mustafi. Weil sonst wird der vielleicht gar nicht mal so schlecht aufs Tor kommen. Aber den müsste Alas dann eigentlich haben. Aber ja, Mustafi ist auf jeden Fall da. Das ist auch wichtig. Die Ecke kommt. Dann nochmal der zweite Ball. Und dann ist es ein Handspiel. Und jetzt gleich gucke ich mir dann nochmal die Sofort-Replay an. Aber man braucht eigentlich das gar nicht zweimal angucken. Es ist ein ganz klares Handspiel. Also, ja, hier. Gucken wir uns das nochmal ganz schnell an. Ja, hier war es kein Abseits bei dem Rausspiel. Und dann hier, da sieht man schon, es ist ein Handspiel. Ich weiß nicht, warum ich es mir noch ein zweites Mal angucke, ob ich mir es schönreden wollte. Keine Ahnung. Es ist ein Handspiel. Und ja, das ist halt einfach keine Frage. Und dann hat Mainz hier tatsächlich die Chance, auf ein Tor ranzukommen. In der 43. Minute. Und der Ball ist drin. Elfmeter-Tor geglückt. Nur noch 3 zu 2. Und ja, noch eine ganze Halbzeit. Zeit für die Mainzer hier noch was auszurichten. Also ja, es wird mega spannend, dieses Spiel noch. Ja, wir nehmen euch dann, oder ich nehme euch ja gesagt, mit noch die letzten Minuten jetzt in dieser ersten Halbzeit. Ich kann euch sagen, ja, die waren jetzt nicht mehr so spektakulär, aber ich wollte euch einfach die letzten Minuten noch mal mitnehmen in dieser ersten Halbzeit. Wir sind ja jetzt schon fast in der Nachspielzeit. Da kommen wir noch mal über die rechte Seite. Über Raman, wenn ich es richtig sehe. Ja, Fehlpass. Jetzt können die Mainzer vielleicht noch mal kontern. Eventuell jetzt noch mal, wenn der Ball schnell läuft. Ball kommt, aber den hat William. Dann spielen wir zurück und dann kommt der lange Ball und dann ist auch schon Halbzeit. Und ja, wir gehen rein in die zweite Hälfte. Ja, denn da dauert es bis zur 73. bzw. 74. Minute, bis es die erste Chance gab. Und die gab es dann für die Mainzer. Ginczek war es, glaube ich. Ginczek, wie man den auch immer nennen will. Der haut das Ding da recht vorbei. Das war die beste Chance und auch die erste Chance in der zweiten Halbzeit. Es ging nicht mehr viel in dieser zweiten Halbzeit, was Chancen angeht. Also, ja, schade, schade. Kaum Spannung mehr da gewesen. Klar, die Spannung war da jetzt. Paciencia. Gute Chance. Da können wir den Ball nochmal holen. Nochmal rüber geht. Paciencia. Na, Raman, ah, Paciencia, Digga. Raman mit der Riesengelegenheit. Boah, genau auf den Mann. Das war die Chance, um hier vielleicht sogar in Führung, beziehungsweise die Führung auszubauen. Die anschließende Ecke, dann muss man eher sagen, ungefährlich. Harit holt hier zwar nochmal den zweiten Ball. Ja, und dann gibt es hier ein bisschen Rumgespiele, weil wir natürlich die Mainzer erstmal versuchen, irgendwie da eine Lücke zu finden. Ja, aber jetzt finden wir die Lücke. Raman Tor! Aber es war deutlich, mindestens würde ich schon sagen, Meter abseits. Also da braucht man sich nicht lange freuen. Da gab es halt einfach nicht viel zu freuen. Aber ja. Dann nehmen wir euch jetzt hier mit in diesen letzten Minuten des Spiels. Das sind ja wirklich die letzten Spielzüge. Mainz kommt nochmal über die rechte Seite. Flanke können wir aber einigermaßen abwehren. Ball kommt nochmal. Nochmal abgewehrt. Nochmal die Mainzer im Angriff. Die jetzt nochmal natürlich das 3-3 machen wollten. Können aber den Ball erstmal klären. Und ja, es gibt eine Minute Nachspielzeit. Jetzt Paciencia. Harit kriegt den Ball. Man muss sagen, das Spiel ist durch. Also eigentlich dürfte Mainz keine Chance mehr kriegen. Aber Paciencia! Und da war aber wohl der Gegner noch dran. Also gibt es eine Ecke. Das Spiel ist aber natürlich durch. Und das Ding gewinnen wir hier am Ende. Kann ich auch spoilern mit 3 zu 2. Die Ecke ist dann am Ende einfach ja, nicht mehr wirklich gefährlich. Ja. Jetzt der Ball nochmal Richtung Zentner oder wer im Tor ist. Oder Dehne, ne? Ja, und dann ist Feierabend. Und jetzt kommt der Fail. Und zwar, jetzt kommt der Fail, Leute. Da seht ihr es. Wir spielen gegen Union Berlin. Und ich will Mannschaft machen. Teammanagement. Und ich drücke wie so ein Idiot, weil ich dachte, ich hätte dreimal nach oben gedrückt auf Schnellsimulation. Wir gewinnen das Spiel am Ende 4-0. Ja, doof gelaufen. Ja, ich dachte halt wirklich, ich wäre auf Teammanagement drauf.
weil ich habe eigentlich dreimal nach rechts gedrückt, aber wohl war ich nur auf der Schnellsimulation drauf. Also, ja, doof gelaufen und dann kommt dann jetzt das Derby, ne? Also schneller als gedacht, was eigentlich erst in der nächsten Folge hätte sein sollen, aber dann ist es schon da und wir gehen auch direkt rein. Aufstellung von Dortmund mit Bürki, Guerrero, Hummels, Paulista, Gaspar, Delaney da und dann Hazard, Can, Brandt, Sancho und Haaland im Sturm. Haben aber ein Reiner, ein Tigges, ein Akanji, ein Reini, ein Reus. Also haben da noch ein paar richtig gute Namen auf der Bank. Ja, unsere Aufstellung ist halt so Standard. Nübel, Kolasinac, Sané, Mustafi, William. Dann Harit, Serda, Bentaleb und Greenwood. Und im Sturm Pacencia mit Benito Raman. Also das ist unsere Aufstellung. Auf der Bank Skripski, Uth, Mars, Voss, Damudi, Becker, Rönnow. Also, ja. Derby ist angerichtet. Und, ja. Da müssen wir gucken, was halt geht, ne? Ich hoffe natürlich, wir können hier vielleicht einen Punkt mitnehmen. Das wäre natürlich richtig schön. Ich würde sagen, wir springen in die 13. Minute. Freistoß für die Dortmunder. Und wieder so eine Aktion, wie schon gegen Mainz. Der Ball tickt auf den Boden und geht dann zum Glück drüber. Oder was heißt zum Glück? Der geht halt drüber. Nicht, dass er da noch vielleicht irgendwie doof reinspringt in den Winkel. Das wäre was. Und dann Fehler von Nübel. Haaland. Brandt, Haaland, Hazard meine ich natürlich, ja, Haaland, Digga, Hazard, und Dortmund geht in Führung durch einen dummen Fehler von mir, ja, dann muss ich auf jeden Fall die Schuld bei mir suchen, ja, der Abstoß, war es ein Abstoß? Nein, ein Abstoß war es, ne, ja, der war halt wirklich nicht gut und dann, ja, ein Geschenk das Tor eigentlich, aber die Dortmunder nehmen es halt an und Hazard, schön unten rechts rein, da macht Nübel nix. Schade, schade, aber ist halt dann so. Und jetzt müssen wir uns natürlich gucken, dass wir irgendwie reinkämpfen. Das ist erst das dritte Tor für Hazard in dieser laufenden Saison. Ja, und jetzt müssen wir uns natürlich reinkämpfen ins Spiel. Gucken, was hier noch geht. 16. Minute, sage ich nur. Ihr seht, da stand noch Tor für den BVB. Heißt also, das ist kurz nach dem Tor gewesen eigentlich. Der direkte Anstoß wieder. Da wollten wir natürlich eine Reaktion zeigen. Raman wird gefoult. Und ja, sonst wären wir da durch gewesen. Dortmund kann Glück, von Glück sein, dass es nicht der letzte Mann war. Und ich denke mir einfach, komm, gibt es da nicht einen besseren Freistoßschützen? Sehe, nein. Und dann denke ich mir, komm, zieh einfach mal drauf mit Greenwood. Treff allerdings nur gelb. Und deswegen der Ball. Leider, leider am Tor vorbei. Beziehungsweise Bürki oder wer, ja, Bürki ist ja im Tor, hält das Ding, aber der wäre wahrscheinlich daneben gegangen. Mit Grün wäre der deutlich gefährlicher gekommen, aber wer weiß, ob dann nicht Bürki da gewesen wäre. Ja, und dann die 27. Minute. Der nächste Konter läuft. Wieder Raman! Und Ball vorbei. Ball geht knapp vorbei, dreht sich nicht mehr rein ins Tor. Und somit bleibt es beim 1:0 für die Dortmunder nach 28 Minuten. Dann die 32. Spielminute. Hazard mit Haaland. Haaland kriegt er den Ball in die Mitte. Der Pass kommt nicht. Jetzt aber der Schuss. Nübel ist erstmal da. Brandt. Wieder hier so ein dummer Fehler. Brandt. Can. Brandt nochmal. Hazard. Ja, nochmal Brandt. Aber ja, dann haben wir den Ball auch gleich. Ja, da Mustafi hat ihn dann. Und ja. Wir können aber auch keinen Konter fahren, denn wir verlieren hier den Ball und wir bleiben direkt drin in der Situation, weil jetzt kann Dortmund wieder schnell umschalten. Hat wieder die Chance auf eine Chance mit Haaland. Haaland, schöner Ball Richtung Brandt. Brandt, Haaland, 2:0. Dortmund in Führung, 2:0. Wir hatten die Riesenchance hier, das 1:1 zu machen, wenn wir den Ball irgendwie rübergespielt kriegen auf die rechte Seite, verlieren den Ball und kriegen den Gegenkonter, beziehungsweise das Superspiel und dann Tor 2:0, Haaland. Ist halt ärgerlich. Aber es ist nicht unverdient, weil von uns nicht viel kam. Wir hatten das eine Ding mit Raman, wir hatten den Freistoß, aber Dortmund war insgesamt besser in dieser ersten Halbzeit. Ja, wir springen jetzt auch nochmal dann in die 45. Weil ja, dann ist das Spiel jetzt auch hier, oder damit ihr seht, das Spiel geht dann jetzt auch hier dann endgültig in die Halbzeit. Dann springen wir in die 53. Und wir kamen besser ins Spiel. 53. Minute. Greenwood
Greenwood läuft und läuft und läuft. Ja, und es gibt den Eckball, den es jetzt hier dann gibt. Und der geht aber deutlich drüber. Der Kopfball von Gonçalo Paciência. Ja, aber wie schon gesagt gerade, wir wurden auf jeden Fall stärker. Und da hatte ich schon so ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht noch ein Unentschieden erreichen kann. Weil von Dortmund kam erstmal nicht viel Druck. Auch hier wieder, wie man es sieht, Bentaleb holt da gut den Ball, dann geht schnell nach vorne. Raman, Raman hat ein bisschen Platz. Raman! Und dann ist der Ball drin. Benito Raman. 58. Minute. Nur noch 2 zu 1. Und jetzt ist halt wieder alles drinnen, ne? Schön gemacht da, Raman. Schön von Paciência. Raman auch gut gemacht. Und dann rein ins Tor. Und dann die 68. Minute. Paciência! 2 zu 2! 2 zu 2. Und jetzt ist das Spiel wieder ausgeglichen. Und es ist nicht unverdient. Weil Dortmund hat nichts mehr gemacht. Ja. Wir haben da bei dem Tor natürlich auch ein bisschen Glück, aber ich finde, es ist verdientes Glück, weil wie gesagt, Dortmund hat bis hierhin so eine schlechte zweite Halbzeit gespielt. Also, wenn die das in der ersten Halbzeit auch so spielen, dann hätte es hier vielleicht schon 3-0 gestanden für uns oder 2-0 für uns gestanden und manchmal 2-2. Aber wie FIFA so ist, gibt es natürlich in der 73. Minute ein Handspiel von Salif Sané, ja, wo man sagen muss, ja. Das kann man pfeifen. Und es ist halt EA und wir kennen EA. Der Ball geht an der Hand, auch wenn es nicht absichtlich ist. Ja, es ist ein Handspiel, da hat Jan nichts zu suchen. Vor allen Dingen, der geht ja hier nochmal an die Hand. Also ich glaube, das ist ein doppeltes Handspiel. Einmal geht der Ball jetzt an die Hand und ich glaube, jetzt geht der nochmal an die Hand. Ich glaube, das ist sogar ein doppeltes Handspiel. Also ja, es ist ein Handspiel. Geht auch wieder okay. Man muss sagen, es ist halt unverdient, ne? Es ist halt einfach unverdient, weil Dortmund, ja, das ist die erste Chance in der zweiten Halbzeit und die ist drin. Und Dortmund macht das 3 zu 2. Ja, bittere Pille für uns, aber ja. Was sollen wir machen, ne? Was sollen wir machen? Es ist ein Elfmeter, ja, aber es ist halt schade, weil Dortmund, das war die erste Aktion nach vorne und dann kurz später, ja, legt Dortmund mit dem 4 zu 2 nach, auch wieder hier viel zu einfach durchgebackt und dann halt auch wieder ein Abstaubtor. Und das war die zweite Chance in dieser zweiten Halbzeit. Also, ja, das macht halt einen Top-Verein einfach aus, dass sie ihre wenigen Chancen nutzen. Aber das war wirklich eine schreckliche zweite Halbzeit von den Dortmundern. Und ja, ich würde sagen, wir springen in die 82. Minute. Da können wir nämlich auch nochmal zeigen, dass wir hier noch nicht abgeschrieben werden dürfen. Raman, Raman, Benito Raman, 4-3. Benito Raman, 4-3. Und es ist noch mal wieder was drin. Es sind noch 8 Minuten. Klar bin ich dann auch ein bisschen mehr Risiko gegangen. Tor Nummer 22, übrigens von Raman. Und 92. Minute, William. Kriegen wir den Ball nochmal nach vorne? Nein, kriegen wir nicht. Dortmund kriegen nochmal jetzt einen Angriff. Reus. Can, nein. Ja, dann wieder ein Fehler. Wieder ein Geschenk für die Dortmunder. Und das nimmt Hazard nicht ganz an. Richtig gute Chance nochmal. Also, ja, wir haben den Dortmundern zu viele Geschenke einfach gegeben. So muss man es einfach knallhart sagen. Und, ja, dann ist auch jetzt gleich das Spiel Feierabend. Der Ball kommt zwar nochmal, aber jetzt ist das Spiel durch. Wir verlieren das Derby mit 4 zu 3. Ärgerlich, ärgerlich. Und ja, wir schauen dann nochmal nach diesen beiden Spielen auf die Tabelle. Und da sehen wir sind Zehnter momentan. Ja, sind auf jeden Fall im Rennen um die Euroleague noch da dabei. Ja, um die Euroleague nicht, aber um die Euro-Qualifikation würde ich schon sagen. Das ist ja der siebte Platz. Ja, Dortmund. Nee, Hertha ist Vierter, das wollte ich sagen. Auch komfortabel, muss man sagen. Bayern Zweiter, Dortmund ganz klar Erster und hinten ist das auch knapp. Aber ich sage, wir sehen uns zur nächsten Folge. Ciao, ciao, bis dahin und auf Wiedersehen.